Hallo Sportsfreunde und willkommen zu meiner Prediction zum 23. Bundesligaspieltag 2022-23. Ja, es ist der 23. Spieltag. Ihr seht es hier im Hintergrund. Es ist wieder Champions League und Europa League. Ja, es ist die heiße Phase. Ja, jetzt in der Champions League und in der Europa League ist wieder ein Hinspiel mit ordentlichen Kracher, muss man sagen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein in die Bundesliga-Prediction. Schreibt mir gerne eure Prediction, was ihr tippt, gerne auch mal in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen dann mit dem Freitagsspiel, 3. März. Ja, es ist Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Man kann sagen, es ist auch ein Topspiel, weil es ist 2. gegen 4. Und ich sage, ja, Leipzig spielt gut, Dortmund spielt gut und deswegen leistungsgerechtes Unentschieden. Ja, beide gehen mit einem Punkt nach Hause, auch in Dortmund. Da gönnen würde, dass Leipzig gewinnen würde. Aber, nee, beide sollen nicht gewinnen. Dann haben wir die Samstagsspiele. Und das ist Borussia Mönchengladbach gegen Sportclub Freiburg. Ist das erste Spiel, 15:30. Ja, Gladbach hat Bayern geschlagen, dann einen auf den Deckel bekommen. Ja, von Mainz mit 0:4 verloren. Und jetzt sage ich, jetzt verliert Gladbach nochmal. Und zwar gegen Freiburg. Also Freiburg gewinnt. Ja, und dann haben wir VfL Bochum gegen den FC Schalke 04, die endlich ihren allerersten Sieg letzte Woche geholt haben im Topspiel gegen Stuttgart. Ja, ich würde sagen, da machen sie weiter und siegen auch gegen Bochum. Damit rücken sie näher an den Klassenerhaltplätze. Ja, auf Platz Nummer 15. Rücken sie langsam auf den VfB Stuttgart, die auch noch heute am gleichen Tag spielen, aber gegen einen ganz anderen Gegner. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Das ist ein Topspiel dann. Wir haben die nächste Partie ist dann erstmal der erste FSV Mainz 05 gegen die TSG 1899. Hoffenheim. Ja, Hoffenheim. Haben verloren gegen Dortmund mit 1:0. Aber sonst, ja, kann man sagen, gegen Gladbach haben die Mainzer gut gespielt. Und deswegen sage ich hier auch, Sieg Gladbach. Nein, natürlich nicht. Mainz. Einer will gerade auf Gladbach kommen. Dann haben wir nächstes Spiel. Union Berlin. Der erste FC Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Ja, es ist 3. gegen 12. Und deswegen sage ich, der dritte setzt sich durch, also Sieg Union Berlin. Und dann haben wir FC Augsburg gegen den SV Werder Bremen. Ja, und wie gesagt, man kann wirklich Augsburg kaum tippen. Ja, weil die können einen Spieltag richtig scheiße spielen, am nächsten Spieltag spielen sie einfach granatengeil. Ja, und deswegen sage ich gegen Bremen, es wird dann unentschieden. Und dann haben wir das Topspiel der Woche 18:30. Der VfB Stuttgart in den FC Bayern München. Ob das so ein großes Topspiel ist, weiß ich nicht. Es ist 1. gegen 15. Ja, und ich sage natürlich, Sieg Bayern vor dem Kracherduell gegen Paris. Wird, was glaubt ihr, kommt Bayern in der Champions League jetzt weiter zu Hause oder nicht? Ja, und folgt mir auf Instagram, da kommen vielleicht ein paar Bilder aus dem Stadion. Ja, und dann, da habe ich eigentlich gesagt, Sieg Bayern, ne? Und dann haben wir Sonntagsspiele. Noch Bayern 04 Leverkusen gegen die Hertha. Ja, Leverkusen nicht so gut dabei. Die Hertha ist dafür umso besser gerade. Ja, haben die letzten paar Spiele gut gespielt, muss man sagen. Aber jetzt sage ich, jetzt kriegen sie wieder einen Dämpfer von Leverkusen. Deswegen Sieg Leverkusen. Ja, weil ich will irgendwie, dass Hertha absteigt. Ich weiß auch nicht warum, aber Union ist der bessere Hauptstadtclub. Und dann haben wir VfL Wolfsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt 17:30. Ja, der letzte Spiel an diesem Spieltag. Und deswegen sage ich Sieg Eintracht Frankfurt. Yeah! Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Prediction wieder. Ja, nach den Champions League und Europa League Spielen. Dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Euer Tuvas ist raus. Und bald kommt wieder eine RWE Karrierefolge. Ja, also aufgenommen habe ich es schon, muss ich nur noch schneiden. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tuvas ist raus. Zwei Kanal nicht vergessen. Pass auf, hinter dir ist eine Kiste, okay?
Du bist ein Arsch, was ist ein Krieg? Pass auf, wie hinter dir ist ein Krieg?